Comic Great the Arcade. Comic Character. Nerdman. Super Buga. Comic Character. Comic in. Comic Character. Cosmic Comic Rider. Fakt ist, ich fühle mich unsexy. Aber auch das vergeht. Der Bart wird wachsen. In ungefähr 2 Wochen wird das ja alles wieder Geschichte sein. Interessiert auch keinen. Mich interessiert es. Ich wollte mich rechtfertigen, ohne dass irgendwer danach gefragt hat. Wie so häufig. Und dann komme ich noch auf ein Thema zu sprechen, das, ja, das schon von Belang ist. Ein bisschen. In dem letzten Will's Wissen, also in der letzten Fragerunde, wurde mir geschrieben, dass meine Kommentare zwischendurch den Flow des Videos zerstören. Und tatsächlich kann ich das Ganze schon in gewisser Weise nachvollziehen und ja, aber großartig ändern werde ich das tatsächlich nicht, denn das ist schon irgendwie auch ein spaßiger Punkt oder ein Punkt, der mir Freude bereitet an der ganzen Sache. Ich werde aber versuchen, nicht so oft Stopp zu drücken oder zumindest den Flow des Sprechers erstmal laufen zu lassen und meinen Senf weniger oder beziehungsweise nach der Beantwortung der Frage durch den entsprechenden YouTuber erst rauszuhauen. Versprechen kann ich nichts. Wie gesagt, ich hab's im Hinterkopf, ich versuch's und dann wollen wir jetzt endlich mal mit dem Hauptvideo beginnen. Du hast 3 Worte. Wie beschreibst du deinen Kanal? Mein Kanal in 3 Worten. Ja, da habe ich ein bisschen überlegt. Zuallererst mal das Wort neu. Also mein Kanal ist recht neu. Ich bin relativ neu im Comic-Sammeln drin. Ich meine, ich habe quasi angefangen mit dem Erscheinen des Cosmic Ghost Rider. Daher auch der Name. Ja, und ich möchte, also ich sammle auch fast nur Modern Age Sachen. Ne? Also ich habe, glaube ich, vielleicht, wenn es hochkommt, eine Handvoll ältere Bücher. Ja, und deswegen finde ich halt das Wort neu passt hier eigentlich ganz gut. Und das zweite Wort wäre dann kommunikativ ist mein Kanal. Ja, es geht mir nämlich hier eigentlich tatsächlich hauptsächlich darum, dass ich mich mit anderen Comic-Lesern und Comic-Sammlern austausche. Weil ich habe halt das Problem, dass ich, sag ich mal, in meinem privaten Umfeld kaum jemand habe, der so in den Comics drin ist, wie ich das bin oder beziehungsweise mit dem ich darüber reden könnte, wie ich das möchte. Kann man das so sagen? Das ist ja, also ich habe da vielleicht, also ich habe glaube ich einen oder zwei, eigentlich 2 Leute, mit denen ich dann so ein bisschen drüber reden kann. Aber ja, deswegen freue ich mich immer über jeden Kommentar und über jedes Gespräch, was zu dem Thema, was ich gerade präsentiere, dann kommt. Na? Und das dritte, was ich, habe ich halt ein bisschen überlegen müssen. Ich nenne es jetzt mal offen. Das dritte Wort, ne? Das dritte Wort ist jetzt mal so offen, weil ich einfach sagen muss, ja, es ist, für mich ist das YouTube hier, sag ich mal, immer noch Spaß. Ich meine, ich habe ein echtes Leben noch nebenbei, falls man das nicht so gedacht hätte. Und alles kann, nichts muss, ne? Und ich habe auch noch keine direkte Richtung, jetzt sind wir wieder bei dem Thema neu. Ich habe auch noch keine direkte Richtung, was ich machen will, weil der Kanal halt noch recht neu ist und ich deswegen mal gucken wollte, wo entwickelt sich das hin, was macht mir jetzt überhaupt am Ende Spaß. Und deswegen sage ich mal offen. Also bei mir könnt ihr mit allem noch rechnen, es kann auch alles passieren. Ich will mich auch grundlegend einfach nicht festfahren. Tatsächlich ist ja der Wunsch, sich mit anderen auszutauschen, für viele oder fast alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, der Grund, weshalb viele mit YouTube beginnen. Also im Comic-Bereich auf jeden Fall. Und naja, manche bleiben ja auch auf diesem Punkt, habe ich zumindest so ein Gefühl. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das bei dir entwickelt, weil so wie deine Videos halt aussehen und wie ich auch die Entwicklung deiner Videos beobachte, glaube ich, dass du noch Großes erreichen möchtest vielleicht. Auf jeden Fall Großes erreichen kannst. Ich bin echt gespannt, was da noch passiert. Der Cosmic Ghost Rider im MCU. Mit wem würdest du ihn besetzen? Ja, das ist so die Frage. Also ich habe erstmal überlegt, wer könnte überhaupt das spielen und dann wann könnte überhaupt ein Cosmic Ghost Rider im MCU auftauchen und ist es überhaupt möglich, dass er im MCU auftaucht? Ja, grundlegend ist es ja nicht möglich. Ne? Also es wäre dann wirklich, müsste man sich irgendeine Geschichte ausdenken, wie der da hinkommt. Weil er ist ja im anderen Universum, er ist ja in einer ganz anderen Zeit
Aber sie haben es ja in den Comics auch geschafft, ne? Da gibt es ja dann auch die, wo er dann auch plötzlich auf der Erde 616 auftaucht. Und genauso, und außerdem ist im MCU alles möglich. Aber man müsste halt einen Schauspieler haben, den man jung auch als Punisher nimmt. Was heißt jung? Also, es müsste ein Punisher sein. Und ja, weil der Cosmic Ghost Rider ist ja doch schon älter. Der hat ja sogar graue Haare. Deswegen habe ich halt überlegt, wo könnte man den alterstechnisch den Schauspieler jetzt ansetzen. Weil es ist ja noch gar nichts bekannt, ob so ein Charakter überhaupt auftaucht im MCU. Ich würde es natürlich feiern ohne Ende, klar. Aber das heißt, ich gebe der Sache mal locker 5 bis 10 Jahre, bis da überhaupt was kommt. Da muss man überlegen, wie alt ist der Schauspieler. Und dann hatte ich ein paar zur Auswahl. Ein paar, die so vom Typ her auch ähnlich sind, die ich mir auch gut vorstellen könnte. Und zwar Nikolai Coster-Waldau zum Beispiel. Bekannt aus Game of Thrones natürlich. Er ist jetzt 50 oder 51. Wäre dann Mitte 50. Würde perfekt passen. Könnte ich mir auch super gut vorstellen, dass der auch so einen wirklich irren Typen mal spielt. Ne? Und so von da Optik her würde ich sagen, der passt gut. Ne? Und ich weiß, das ist, die meisten kennen ja nur aus Game of Thrones, aber das ist ein richtig guter Schauspieler, darf man auch nicht vergessen. Und dann so einen völlig wahnsinnigen Cosmic Ghost Rider spielen, könnte passen. Könnte ich mir vorstellen. Ein anderer Schauspieler, den ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, wäre aktuell wieder bekannt aus The Expanse, Thomas Jane. Der ist, glaube ich, auch ähnlich alt. Und das wäre auch... Also der hätte halt auch so die Statur und wahrscheinlich auch so diesen nötigen Fuck you-Ausdruck im Gesicht, den man braucht als Cosmic Ghost Rider. Weil man ist ja komplett wahnsinnig. Ich meine, der Typ hat Millionen Jahre allein gelebt. Oder nur mit Thanos zusammen. Der ist natürlich komplett ballerballer, ne? Aber das darzustellen... Und da ist mir halt auch direkt diese Szene aus The Expanse eingefallen, wo er dann nur noch diese Einbildung ist. Und das könnte passen, ey. Das könnte echt gut passen. Also Thomas Jane wäre auch so ein Anwärter, wo ich sage, wäre ein cooler Cosmic Ghost Rider. Also auch ein ähnlicher Schauspieler wie der Nikolai Coster-Waldau wäre jetzt für mich der Josh Holloway, bekannt aus Lost. Und der ist jetzt auch vom Alter her ähnlich, könnte auch super passen, würde auch mit langen Haaren passend wahrscheinlich einen coolen Cosmic Ghost Rider abgeben. Allerdings ist bei dem meiner Meinung nach die schauspielerische Leistung so, naja, also außer dieses Seifenoper-Getue hat er, glaube ich, nicht viel drauf. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so dahinter, was das für ein, was der noch so alles gemacht hat. Aber ich habe ihn bisher nur in solchen Rollen gesehen, vor allem bei Lost und naja. Aber egal, er würde auf jeden Fall optisch sehr gut passen. Also und noch ein etwas anderer Typ wäre für mich dann Jerome Flynn, auch bekannt aus Game of Thrones als Bronn. Würde auch, glaube ich, funktionieren. Der hat halt auf jeden Fall Charakter im Gesicht, ne? Kann man so sagen. Und das könnte auch sehr gut passen. Der könnte halt vor allem auch einen guten Punisher erstmal abgeben, der sich dann zum Cosmic Ghost Rider entwickelt. Wäre interessant. Aber allgemein würde es mich halt mal interessieren, wie sie überhaupt einen Cosmic Ghost Rider ins MCU reinbringen können. Ich glaube, das wird erstmal gar nicht machbar sein. Man müsste einen Punisher etablieren, der dann bei einem Krieg gegen Thanos, den es ja nicht mehr gibt, dann zum Ghost Rider wird, um dann von Galactus begünstigt sein, zum Herald gemacht werden. Es ist halt echt schwierig, weil erstmal müsste man die ganze Thanos-Geschichte aus Cosmic Ghost Rider weglassen, weil Thanos ist ja nicht mehr, oder man bringt Thanos zurück im MCU. Also ich halte es allgemein für unrealistisch, dass der Charakter überhaupt ins MCU kommt. Aber möglich ist alles. Ich mache mir hier übrigens nebenbei ein paar Stichpunkte. Die Schauspieler, die du hier genannt hast, also ich bin generell schlecht in Schauspielernamen, vor allem in Serien, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, weil es mich auch gar nicht interessiert, wie die Menschen heißen. Aber ich werde mal da Fotos raussuchen, damit ich und auch eben jeder Zuschauer hier Bilder dafür im Kopf hat, um sich vorzustellen, wie der Ghost Rider aussehen könnte, die du dir dann vorstellst.
was die schauspielerische Leistung angeht, seien wir mal ehrlich, wenn wir uns das MCU betrachten, da sind wenig schauspielerisch großartige Leistungen. Das ist mir völlig egal, wie da jetzt hier der Shitstorm anfängt oder auch eben nicht. Die schauspielerische Leistung ist von den meisten Schauspielern, und da schließe ich Chris Evans ganz gezielt mit ein, einfach nur Rotze. So. Und aber was den Ghost Rider angeht, die Geschichte des Ghost Riders, interessant wäre ja eigentlich, wenn, ich meine, das wird nicht passieren, aber wenn wir das Hirngespinst mal laufen lassen, wenn einfach Thanos selber zum Ghost Rider wird. Im MCU ist alles möglich. Es gab ja in der Vergangenheit schon etliche Crossover. Sei es nun Batman Darkness oder wie hier Superman gegen Muhammad Ali. Welches Crossover möchtest du gerne noch sehen? Ja, da habe ich mir überlegt, es gibt so viele Crossover, gibt schon so viele, wo ich mir eigentlich schon immer mal gewünscht hätte. Aber was ich so krass finde, wäre irgendwie sowas total Abgefahrenes wie Muppets und X-Men oder oder Thundercats und Teenage Mutant Ninja Turtles. Das wäre doch mal geil. Ich bin damit groß geworden mit den Thundercats, war eine meiner liebsten Serien. Und ja, beziehungsweise allgemein, also ich bin ja mit Thundercats und mit den Teenage Mutant Ninja Turtles aufgewachsen als Fernsehserie. Und das würde ich natürlich direkt abfeiern, wenn es da ein Crossover gibt. Ich weiß zwar noch nicht, wie das funktionieren soll. Bei Muppets und X-Men, das läuft jetzt wenigstens beides unter Disney, glaube ich. Da könnte das ja dann irgendwie vielleicht mal kommen. Aber bei Thundercats und Teenage Mutant Ninja Turtles wüsste ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Aber wäre interessant. Immerhin hätten wir die Teenager-Schildkröten, die dann mit dem Leo von den Thundercats, der ja eigentlich auch nur noch ein Kind ist oder ein Teenager, ne? Keine Ahnung, könnte ja vielleicht eine gute Chemie geben. Was sammelst du lieber? Trades oder Hefte? Würde ich sehr gerne wissen. Da bin ich natürlich ganz klar bei Heften. Also muss ich so sagen. Also eine klassische Single Issue, das ist für mich so das Comicbuch lesen, ne? So. Das kann man auch immer mal zwischendurch, nimmt man sich ein Heft in die Hand und liest es. Natürlich lese ich auch gern Trades oder jetzt andere Formate oder Hardcover-Sachen, die liegen halt wunderschön im Regal. Ne? Das sieht fantastisch aus. Aber das eigentliche Comicbuch-Lesen ist für mich echt immer noch dieses, man hat so ein Heftchen in der Hand und liest eine kurze Geschichte über irgendwas. Ist halt, hat so ein bisschen Nostalgiefaktor für mich auch. Ne? Und es macht auch vom Sammeln her am meisten Spaß. Also wenn ich überlege, man sammelt jetzt die Trades und man weiß eigentlich immer, man hat 90% der Fälle hat man irgendwie einen Wertverlust an den Dingern. Wenn man bei den Single Issues kann, je nachdem welche Reihe man sammelt, dann sammelt man die ganze Reihe und da sind dann 2-3 Key Issues drin und man hat die ganze Reihe mit einem höheren Wert nachher, was man verkaufen kann. Deswegen, das ist halt immer so die Frage, das macht für mich auch so rein, von der Spekulation her macht das die Hefte auch viel interessanter. Weil ich bin ja nicht nur Leser, auch wenn ich vorwiegend eigentlich Comics lese, geht es mir halt immer auch um eine Geldanlage. Kann man eigentlich nicht sagen, weil es wäre zu viel gesagt. Aber es ist halt schon, man muss immer bedenken, wenn ich jetzt für eine Reihe so und so viel Geld ausgebe, kann die das wieder reinbringen oder nicht? Ist das jetzt verlorenes Geld? Was auch der Grund ist, warum ich äußerst ungern digital lese, weil das ist immer Geld ausgegeben, nur. Wie gesagt, wenn ich einen Trade kaufe, auch wenn der keinen Sammlerwert bekommt, weiß ich immer noch, ich kaufe einen Trade für 20 Euro und kann ihn für 10 wiederverkaufen. So, dann habe ich auf jeden Fall irgendwo einen Wert, was ich beim digitalen Comic nicht habe. Ne? Ja, das kann halt bei den Single Issues noch extremer sein. Ne? Da kann man halt wirklich für 3, 4 Dollar kann man sich eine Single Issue kaufen und die ist nachher über 100 wert. Kann durchaus passieren, deswegen ist das nochmal interessant. Also erstmal interessant, das zu hören, wie du das erklärst. Klar war mir auch nicht, warum viele aus Sammlerwertgründen zu Heften greifen. Ach, vielleicht auch doch. Ist auch egal, auf jeden Fall interessant, wie du das erklärst. Was so den Wert der Comics angeht, ich glaube ja, dass, also mal fernab von den Single-Issues, wo du dir das Geld vielleicht irgendwie wieder reinrechnen könntest. Also natürlich ist das, was du auch erzählst zu den Trades, dass du dir für 20 Euro einen Trade holst und für 10 Euro weiterverkaufen kannst, dann hast du quasi 50-50 so ungefähr gemacht. Spätestens ab dem Moment, wo du die Trades halt gebraucht holst, für 10 Euro, kannst du sie in der Regel auch wieder für ungefähr 10 Euro weiterverkaufen. Das ist für mich 100%. Na, wie auch immer. Ich glaube ja tatsächlich, wenn man die Sachen sammelt, und das ist relativ egal, ob das dann Hefte sind oder
Alben oder Trades, ist ganz egal. Ich glaube, dass also sollten wir irgendwann den Punkt erreichen, in dem einfach nichts mehr gedruckt wird, Bücher, Hefte, jeglicher Art, spätestens dann werden Leute wie Kane zum Beispiel ziemlich reich werden können. Also, ne, wenn da nichts mehr gedruckt wird und wir haben die gedruckten Sachen bei uns stehen, also ich nicht, weil ich das ganze Zeug relativ schnell wieder verkaufe, dann glaube ich, können wir damit relativ noch Geld rein, relativ viel Geld noch reinholen. Das ist nur mein Gedanke zu der Geldanlagefrage, was das Ganze angeht. Also, wie gesagt, meine Meinung, wenn ihr Bock darauf habt, sammelt das, haltet es fest, bis einfach nichts mehr gedruckt wird, weil alles nur noch digital verkauft wird. Was beeinflusst deine Lesemotivation, ein Comic zu lesen, ein Manga zu lesen, ein Buch zu lesen, eigentlich am meisten? Also grundlegend habe ich immer Lust zu lesen, nur nicht immer die Zeit, ne? Ich meine, das Problem kennt vielleicht jeder. Aber ich gehe davon aus, es geht um die Motivation, was ich lese oder was mich motiviert, diese eine Reihe zu lesen oder diesen nicht zu lesen oder beiseite zu legen. Und da kommt es halt echt immer drauf an, interessiert mich der Charakter erstmal, ne? Also interessiert mich das Geschehen ist. Was kann ich dabei lernen? Also für mich ist auch immer viel dieser Lernfaktor. Was weiß ich noch nicht über den Charakter oder was weiß ich noch nicht über das gesamte Universum? Deswegen, das ist dann immer so. Jetzt habe ich mich neulich ja viel mit dem Ghost Rider wieder beschäftigt und schon habe ich wieder Lust, viel mehr Ghost Rider Sachen zu lesen. Ne? Das ist die Motivation, ja, die steigt halt immer mit dem, wie sehr es mich halt gerade in dem Moment packt. So könnte ich das ungefähr ausdrücken. Ich bin aber auch beeinflusst von, muss ich leider sagen, von anderen YouTubern. Wenn jemand jetzt sagt, ja, diese Sache, boah, das war schlecht oder das war schlecht, dann kann ich, selbst wenn ich es da liegen habe, dann stehe ich halt da und denke so, ja, ich habe noch genug anderes zu lesen. Dann rutscht das mal wieder eine Etage tiefer auf dem Lesestapel. Ne? Das ist so, ja, so ungefähr würde ich meine Lesemotivation einschätzen. Grundlegend. Immer, aber doch die Sachen, die mich aktuell am meisten packen oder die gerade aktuell am Laufen sind, da habe ich irgendwie immer mehr Lust. Von welchem bestimmten Charakter liest du aktuell am meisten und wieso? Ja, auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich vom Ghost Rider jetzt alles gerade lesen will, habe ich tatsächlich am meisten natürlich jetzt vor kurzem von Silver Surfer gelesen. Weil ich mir halt den Silver Surfer Omnibus zugelegt habe. Und das sind halt doch einige Ausgaben. Jetzt ist mein Silver Surfer Level ist jetzt hier oben, ne? Aber das ist auch ein super interessanter Charakter. Es sind ja so die ersten Geschichten, also dieser Omnibus beinhaltet ja die allerersten Stories von ihm, von Stan Lee und gezeichnet von John Buscema. Unfassbar genial gezeichnet. Und ja, ich sag mal, diese grundlegende Story von ihm ist halt echt super interessant. Aber ja, es läuft natürlich in dieses alte Schema. Eine Issue ist dann, da kommt irgendein Bösewicht und dann wird er halt besiegt. Und die nächste Issue, da kommt irgendein Bösewicht und dann wird er halt besiegt. Und man hat ja das Problem, dass jetzt bei dieser alten Story, bei diesen ersten, ich glaube es sind 20, 30 Hefte, ne? Keine Ahnung, ich müsste nochmal gucken. Dass dann halt immer so der Silver Surfer ist jetzt auf der Erde gefangen. So, deswegen ist der halt dann alles da und alles spielt auf der Erde und das wird wirklich komplett durchgezogen, ohne dass das mal endlich beendet wird, diese Story. Boah, ist okay. Aber grundlegend finde ich Norrin Rapp, den Silver Surfer, äußerst interessant, weil er halt auch einfach nur, soll ich sagen, er opfert sich ja komplett auf, er ist ein richtiger Superheld, ne? Er ist kein Anti-Held, er kommt aus dem besten Universum, aus dem schönsten, vom schönsten Planeten, wo alles perfekt ist und wird in diese kranke, irre Menschenwelt geschmissen, wo er erstmal mit umgehen lernen muss. Das ist schon sehr interessant gemacht. Also Charakterentwicklung steht hier im Vordergrund, ne? Das macht es schon genial. Und natürlich, dass er noch lernen muss, wer er überhaupt ist und was er überhaupt kann. Und er weiß ja am Anfang gar nicht, was er überhaupt alles für übermächtige Fähigkeiten hat. Das stellt sich alles erst heraus. Also äußerst interessant. So, habe ich jetzt genug vom Silver Surfer schwadroniert. Ich sag mal, davor habe ich sehr viel Batman gelesen wieder und auch sehr viel Punisher. Und jetzt stürze ich mich wieder auf Ghost Rider. Ich komme mal kurz vom Thema ab. Was ich in deinem Video hier sehe, ich spule jetzt mal kurz zurück.
Alles geht natürlich nicht, ne, mit dem Programm jetzt. Ist auch egal. Können wir gleich nochmal sehen. Der Hintergrund, den du hast. Ich habe ja anfangs wirklich gedacht, dass da Comics hängen. Ich habe das gar nicht weiter angeschaut. Und eigentlich sehe ich mich schon als einen Menschen, der auf viele Details in Videos achtet. Manchmal auch zu viel, aber ist auch egal. Dann habe ich halt doch festgestellt, weil ich den Hulk, das Hulk-Cover gesehen habe, das sich immer wiederholt, das werden keine echten Comics sein. Dann habe ich gedacht, das ist ein Greenscreen, den du da schon aufgefahren hast. Und da dachte ich, boah, also ich fand es halt krass, weil ich dachte, meine Fresse, also mit einem Greenscreen komme ich nicht zurecht, weil, frag mich nicht warum, vielleicht liegt es an meinem Programm, vielleicht liegt es an meinem Verständnis für Lichttechnik, weiß ich nicht warum. Das klappt nicht so hundertprozentig. Und dann habe ich überlegt, ist das eine Tapete? Gibt es eine Tapete, die so aussieht? Und hast du so ein Studio, in dem du sitzt, um die Videos aufzunehmen? Oder ist das generell so dein Kinderzimmer, deine Küche vielleicht, dein Badezimmer? Das interessiert mich echt. Naja, schreibst du einfach mal privat. Das interessiert mich wirklich. Oder ja, irgendwo hier ins Video. Wie viel Comics hast du insgesamt in deiner Sammlung? Ja, habe ich nochmal nachgeguckt. Mache ich ganz kurz und knackig. Ungefähr 500 Bücher habe ich jetzt. Ja, ich bin noch relativ neu dabei, ne? Also, ist so. Könnte mehr sein, wird auch noch mehr. Meinst du mit den 500 Büchern jetzt wirklich Bücher oder Alben oder meinst du damit einzelne Hefte? Weil, ey, also 500, das finde ich eigentlich schon ziemlich viel. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt hier hätte, wenn ich die Alben auseinandernehmen würde und pro Album die Hefte berechnen würde. Aber 500, dafür, dass du halt sagst, dass du noch gar nicht so lange liest. Starke Leistung. Ein YouTuber hat mal gesagt, es gibt keine langweiligen Superhelden, es gibt nur schlechte Autoren. Teilst du diese Meinung? Also grundlegend halte ich das für korrekt. Ne? Weil, ein Autor kann eigentlich aus allem was rausholen. Aber da stellt sich dann auch erstmal noch die Frage, was ist die Definition eines Helden? Weil ich meine, jeder Charakter kann als Held angesehen werden und wen macht man zur Helden der Geschichte? Problem sehe ich hier nur immer, dass es viele schlechte Geschichten, das liegt nicht am Autor. Das liegt eher daran, weil zum Beispiel bei Marvel oder DC ein gigantisches Universum dahinter steht und denen die Hände gebunden sind. Sie müssen sich halt an das und das und das halten. Und deswegen finde ich auch zum Beispiel sehr interessant aktuell die DC Black Label Reihe, weil das wird da rausgelöscht, dieses Problem. Aber ja, ich sag mal, ein guter Autor könnte wahrscheinlich aus allem was rausholen. Aber es gibt auch so Charaktere, wenn die halt vorgegeben sind, wie der, ich glaube, Arm Fall Off Man heißt der. Was kann man aus dem machen? Da könnte man jetzt nicht viel machen. Da müsste man sich schon eine riesige Origin, die äußerst interessant ist und auch nichts mit seiner Armabfallfähigkeit zu tun hat, ausdenken, damit das überhaupt ein gutes Ding wird, ne? Deswegen, aber ich sag mal, viele Geschichten sind halt schlecht unabhängig vom Autor. Und das ist eher das Problem. Deswegen sage ich mal, grundlegend stimmt das. Aber es ist mit Vorsicht zu genießen, so eine Aussage. Was ist dein liebstes underratedes Comic? Ja, da ist mir direkt eingefallen, das ist noch relativ aktuell, und zwar die Thanos-Reihe. Ja, auf Deutsch heißt es Der Anfang vom Ende. Wo es quasi um diese Beziehung zwischen Thanos und Gamora und wie er Gamora findet. Geht. Also ich habe das jetzt, es hat mehrere schlechte Bewertungen bekommen und ich glaube, dass, also ich war eigentlich sehr begeistert von dem Comic, deswegen, das wundert mich. Viele haben das halt wirklich auf diese Beziehung zwischen Tochter und Vater reduziert, dabei war das ja nur so die Rahmenhandlung. Eigentlich war das eine ganz klassische Thanos-Geschichte, die wirklich genial aufgebaut war. Also ich meine, er nutzt ja Gamora nur, um sein Ziel zu verfolgen und er ist wie immer stellt er sich erstmal, oder was heißt wie immer, er stellt sich halt erstmal so in den Hintergrund und lässt sich von seinem Rivalen, lässt sich von seinem Rivalen quasi erstmal besiegen und in Wirklichkeit hat er aber alles von Anfang bis Ende geplant. Es war eine richtig geile, von Anfang bis Ende Thanos-Geschichte. Thanos hat das Ganze kontrolliert und hat es auch beendet. Also das fand ich genial. Es war einfach kein. Es war gar nicht so wichtig, dass er jetzt die Gamora da gefunden hat. Und das kriegt man auch mit. Ich meine, sie geht halt kaputt, sie verliert Körperteile, aber er ersetzt sie einfach. Es ging ihm eher darum, seiner Mannschaft gegenüber das vorzuspielen, was er braucht, damit er am Schluss sein Ziel
umsetzen kann. Also ich fand das äußerst genial. Und ist dennoch bei den Kritikern und bei sämtlichen Leuten ziemlich weit unten angesiedelt worden. Hat mich überrascht, aber gut. Sieht halt jeder anders, jeder hat seine eigene Meinung. Findest du, dass man Shazam hätte von Captain Marvel in Shazam umbenennen müssen? Oder ist es total sinnlos und du denkst dir, scheiß auf den kleinen Krieg der Verleger oder so? Du weißt, was ich meine. Ja, ich habe jetzt extra nicht mehr nachgeforscht zu dieser Frage. Ja, ich habe das so in Erinnerung. Also, ursprünglich war ja Captain Marvel, hat Shazam gesagt oder was und wurde dann zum, also der Junge hat Shazam gesagt und wurde dann zu diesem Superheld, ne? War aber unter Captain Marvel. Und soweit ich weiß, war das ja so, dass dann die Verkaufszahlen von diesem Captain Marvel über die von Superman gingen, weil die Kinder sich viel mehr damit identifizieren konnten. Und man kann nicht verstehen, als Kind läuft man dann da rum und macht, Shazam, jetzt bin ich ein Superheld. Geil, ne, kann man viel besser spielen wie ich bin Superman. Aber ja, und dann hat ja, glaube ich, DC geklagt gegen Marvel, weil das ja nur ein Abklatsch sein soll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber ja, die haben dann gewonnen, so, ne? Und deswegen musste dann Captain Marvel weg oder kam er dann später wieder. Aber dann mit seinen komischen Armringen. Oder ich weiß es nicht mehr. Es kann auch sein, dass die Armringe. Nee, ich weiß nicht mehr. Aber ich sag mal, so ungefähr hatte ich das jetzt im Kopf. Und dann hat DC halt Shazam geholt. Also müsste es ja eigentlich umgekehrt sein. Eigentlich müsste eigentlich Shazam. Also die Frage müsste eigentlich sein, ob Shazam nicht Captain Marvel heißen sollte. Weil das war ja dann so, ne? Also Shazam ist ja dann quasi nur Captain Marvel unter DC. Nicht Captain Marvel sollte dann nicht Shazam heißen. Oder? Vielleicht habe ich auch die Frage völlig falsch verstanden. Egal, also so habe ich das jetzt für euch mal beantwortet. Also ich finde, ach, was ein wunderschönes Bild, oder? Hier die alte Opa-Unke. Also ich finde, also diese Shazam-Frage, wie gesagt, die werde ich immer wieder reinhauen. Ich finde, die kann auch jeder einfach verstehen, wie er möchte, oder? Ja, jetzt, wow, ist das wirklich hübsch, dieses Bild. Mein Gott. Die zwei Comics nimmst du mit auf eine einsame Insel? Ja, da habe ich auch überlegt, es gibt jetzt verschiedene Grundlagen dafür. Also wenn es jetzt darum geht, dass ich lange auf einer Insel bin, da würde ich wahrscheinlich zwei fette Omnibusse mitnehmen, damit ich viel Lesestoff habe. ja, oder halt so einen fetten Omnibus und irgend so ein Tittenheftchen. Je nachdem, wie lange man halt dort ist, ne? Sorry, ich weiß, ein bisschen flach, aber ist halt so. Ansonsten, wenn es darum geht, so Lieblingswerke mitzunehmen, wäre ich natürlich ganz klar bei dem Thanos Run oder bei Old Man Logan. Das ist auch so ein Ding, das kann man immer wieder lesen, also alle beide. Sowohl der Thanos Wins, so wie auch der Old Man Logan. Das sind so Bücher, die kann man immer lesen, die machen immer wieder Spaß. Ja. Aber sind halt auch schnell durchgelesen, ne, im Verhältnis. Deswegen ist immer so die Frage, was jetzt mit der einsamen Insel gemeint ist. Aber wenn es einfach nur darum geht, so ein paar Evergreens, die ich gerne lese. Oder ich würde vielleicht eher dann den Shooting Ramirez mitnehmen. Das Ding fand ich immer noch mega geil. Kann man auch immer wieder lesen. Oder halt Watchmen, weil das halt ein absolutes Meisterwerk ist. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich das nach dem dritten Mal lesen noch so Lust hätte, wenn ich jetzt auf der einsamen Insel gestrandet bin. Da würde ich es vielleicht eher als Brennmaterial nutzen. Thema. Also, ich sag dir, also ich glaube, ich habe letztes Jahr gesagt, dass ich, wie heißt er denn noch? Mr. Miracle nicht so geil finde. Hat mir einfach keinen Spaß gemacht zum Lesen. Und ich habe da so eine, naja, ordentliche Diskussion irgendwie unter meinen Kommentaren gehabt dazu. Und ich wette, ey, hätte ich jetzt rausgehauen, dass man Watchmen als Brennmaterial nutzen könnte. Ich glaube, ey, also, ich wäre zerrissen worden. Mi Frendo. Superheldenlandung. In welcher Pose würdest du deinem Feind begegnen? Keine Ahnung, wie ich eine Superheldenlandung machen soll. Im Sitzen. So. Und wen nominierst du für eine weitere Folge So geht Comic? Willst wissen? Also ich würde den I Am Nerd nominieren. Falls der keine Zeit hat, frag mal Katz. Keine Ahnung. So, dann noch einmal vielen Dank für die Einladung. Und wenn ihr Lust habt, schaut nochmal bei mir auf dem Kanal vorbei. Und ciao, euer Ryder. Erstmal danke, dass du mitgemacht hast. Das war doch wieder eine aufschlussreiche Runde hier.
Schaut auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal vorbei, den verlinke ich hier. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In alter Frische. Ciao, ciao. In dem Sinne war es das auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.